gegangen. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu unserem heutigen Live-Event, Landwirt.com Live-Event, gemeinsam mit der Saatbau Linz. Das Event läuft heute unter dem Motto im Grünland erfolgreich durchstarten mit den beiden Referenten, Herrn Michael Krackler von der Saatbau Linz und dem Herrn Johannes Hindringer von der Maschinenring Oberösterreich, die uns beide dann Spannendes zu erzählen haben. Bevor ich weiterleite, möchte ich Sie noch daran erinnern, dass wir heute auch eine Fragenrunde haben werden im Anschluss nach den Präsentationen, die dann eben von dem Herrn Christian Reichinger dann auch moderiert und geführt werden. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß und übergebe hiermit weiter an den Herrn Reichinger. Danke, Turner, für deine einleitenden Worte. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen zur nächsten Ausgabe der Saatbau Akademie. Mein Name ist Christian Reichinger und ich werde heute Ihnen durch das Fachprogramm führen. Beginnen möchte ich zuerst mit der Begrüßung mit den heutigen Referenten, die sehr interessante Vorträge zum Thema Grünland bringen werden. Das eine ist, dass der beginnen wird, ist das Michael Traxel von der Saatbau Linz. Er ist verantwortlich für das Produktmanagement im Bereich Grünland und Zwischenfrucht. Sein Vortrag wird heute den Schwerpunkt haben, was muss eine Mischung können und wie halten wir unsere Grünlandbestände fit. Den zweiten Teil wird heute bringen Johannes Hindringer. Er ist Projektleiter im Bereich Grünland vom Maschinenring Oberösterreich. Sein Thema wird heute lauten Grünlandpflege und Verbesserung mit der richtigen Technik zum Erfolg. Vielleicht bevor ich an unsere Referenten übergebe, möchte ich nochmal erinnern, wie in den letzten Webinaren wird das Hand gehabt. Es wird die eine oder andere Frage auftauchen. Bitte scheut euch nicht, im Chat Fragen zu stellen. Ich versuche diese im Anschluss dann gebündelt an unsere Referenten zu stellen. Und wie gesagt, beantwortet werden die Frage dann nach den beiden Präsentationen. Jetzt möchte ich euch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Lieber Michael, die Bühne gehört dir. Danke, Christian. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landwirtinnen und liebe Landwirte, ich möchte Sie auch noch einmal recht herzlich zum nächsten Teil unserer Saatbauakademie begrüßen. Heute dreht sich alles rund um das Grünland. Die Temperaturen draußen untertags und vor allem in der Nacht lassen noch nicht darauf schließen, aber schön langsam kommt das Grünland aus seinem wohlverdienten Winterschlaf zurück. Und darum heißt es für uns wieder bewusst zu machen, Grünland, bin ich zufrieden mit meinem Bestand oder muss ich etwaige Maßnahmen dafür setzen? Zu Beginn möchte ich klären, warum wir Grünlandmischungen brauchen, eine Grünlanderneuerung oder eine Nachsaat durchführen. Dann werde ich ganz am Beginn anfangen, am Gesetzgebungsbutton, wie eine Mischung aufgebaut werden soll, beziehungsweise Parameter, den Qualitätsanspruch von uns, von der Saatbau Linz, noch einmal herausheben, anhand von Bildern etwaige Vorschläge für Maßnahmen beziehungsweise etwaige Probleme, die im Vorfeld aufgetreten sind, erläutern und am Schluss noch einmal zusammenfassen, welche Vorteile ich von einer klimafitten und ertragsstarken Wiese habe. Um zu klären, warum wir eine Grünlanderneuerung und Nachsaat beziehungsweise warum die Saatbau Linz Grünlandmischungen
vertreibt bzw. erzeugt, müssen wir etwas in der Geschichte zurückgehen. Circa in den 1950er Jahren, wie hier auch am Bild ersichtlich, war die Grünlandernte meist sehr von Handarbeit getrieben bzw. wurde das Vieh auf die Wiesen getrieben. Jenes Futter diente zur Erhaltung dieser Tiere, nicht nur zur Erhaltung, sondern auch, da sie auch als Arbeitstiere eingesetzt wurden, die Energiebereitstellung, um diese schweren Arbeiten durchzuführen. Circa 3 Schnitte mit Beweidung kam aufgrund der arbeitsintensiven Methoden pro Betrieb und Fläche sprechen. Großteils wurde es als Frisch- oder Grünfutter den Tieren vorgelegt oder direkt per Weidegang eingenommen. Oder im Sommer wurde auch per Heuwerbung das Winterfutter eingelagert, damit die Tiere auch in den schneereichen Monaten etwas zu fressen haben. Das Futter war damals sehr Trockenmasse. Damals gab es sehr hohe Trockenmasseerträge, da es eher länger auf den Wiesen stand. Aber durch die häufige Wenden und durch das lange Stehen auf der Wiese war es sehr inhaltsstoffarm. Und das häufige Wenden am Feld führte dazu, dass die Samen, Reifen, Gräser und Leguminosen jene an den Boden abgaben. Also erfolgte eine automatische Grünlandregeneration. In den letzten Jahren hat sich die Grünlandbewirtschaftung maßgeblich geändert. Erhöhte Schlagkraft durch größere Maschinen wir sind vom Erhaltungsfutter herübergeschwappt zum Leistungsfutter. Das heißt, wir erzeugen immer mehr Futter auf unseren Flächen mit immer höheren Inhaltsstoffen, damit am Ende viel Milch oder viel Kilogramm Fleisch herausschaut. Das war nur möglich aufgrund der größeren Schlagkraft durch größere Maschinen und Geräte, die dankenswerterweise von der Landtechnikindustrie bestens bereitgestellt wurde. Aber dadurch nimmt man auch unsere Wiese nicht mehr wahr. Man stellt sich vor, man sitzt auf seinem Traktor oder Feldhäcksler circa 3 Meter über der Wiese, bringt 20, 30, 40 Hektar pro Tag durch, aber man nimmt die Probleme der Wiese nicht mehr wahr. Öfter mähen, wahr ist es der Wiese, oder auch mähen, wenn der Nachbar beginnt zu mähen. Es ist schon ein reiner Wettbewerb geworden. Heuwerbung ist nur noch selten und wenn, dann nur auf den kleinen extensiven Flächen. Der Strukturanteil, den wir doch in der Ration benötigen, wird meistens durch das Stroh gedeckt und somit haben wir keine natürliche Vermehrung auf unseren Flächen. Ein ganz wichtiger Part zum Schluss. Wir holen beste Leistung von unseren Flächen, Futter mit besten Inhaltsstoffen, aber geben nur einen kleinen Teil davon in Form von Nährstoffen zurück. Entzugsorientierte Düngung wird auch in Zukunft ein bahnbrechendes Thema bleiben. Also, warum brauchen wir Grünlanderneuerung und Nachsaat? Wir erzeugen Leistungsfutter mit bester Qualität. Wir fahren ein Schnittwettrennen. Die Devise lautet immer mehr, mehr und nochmals mehr. Dies ist aber nur möglich, wenn wir neueste Sorten aus neuester Züchtung in unserem Bestand etablieren. Wir entfremden uns von unseren Wiesen und aufgrund von immer früheren Schnittzeitpunkten gibt es keine natürliche Vermehrung mehr. Narbenverletzungen treffen hier nur indirekt zu, aber auch durch diese Verletzungen in der Grasnarbe können Unkräuter, Beikräuter bzw. Beikräuter den Bestand verschlechtern und es gibt vor allem den sehr geliebten Ampfer zu vermeiden. Mehr nehmen als geben habe ich auch schon angesprochen. Wir müssen Nährstoffe, die wir entziehen, auch wieder zurückbringen. All das und wenn dann auch noch trockene Jahre oder niederschlagsärmere Zeiten kommen, bringen
diese Wiese oder den Bestand unter enormen Stress. Und dann, wenn dann noch ein kleiner Schädling dazukommt, wie im Jahre 2018 und 2019, wo Hunderte oder sogar Tausende Hektar umgebrochen werden mussten, dann ist das für die Landwirte existenzbedrohend. Und ich sage jetzt auch, da sind im Vorhinein viele Fehler passiert. Zum zweiten Teil werden wir jetzt am Anfang einer solchen Grünlandmischung, Qualitätsmischung beginnen mit den österreichischen Gesetzgebung bzw. Parameter. Es gibt in Österreich, wenn man es so sagen kann, drei Stufen. Am Anfang steht die EU-Regelung. Diese besagt, dass Saatgutmischungen, die in der EU produziert werden, auch in der EU verkauft werden dürfen. Aber es gibt keine Regelung in Bezeichnung und Zusammensetzung. Und da stellt sich meistens die Frage, ist so eine Mischung überhaupt für die österreichischen Standort geeignet? Zum Beispiel eine deutsche Mischung, die meist sehr reigrasbetont ist und intensivst zu führen ist, denke ich nicht, dass auf den meisten österreichischen Standorten Anwendung findet bzw. sinnvoll wäre. Besatz und andere Qualitätsparameter sind laut Saatgutgesetz in den jeweiligen produzierenden Land möglich. Es werden keine ausgewählten Sorten verwendet und es kann in den diversen Ländern ein Überangebot aus dem Ausland kommen, sodass sich die Landwirtinnen und Landwirte nicht mehr aus dem Mischungsurwald heraussehen. Aber auch wir, die Sapa Linz, vertreiben drei Mischungen, die nicht in ein höheres Segment fallen. Die sind aufgrund ihrer speziellen oder spezialanforderischen Zusammensetzung nur in diesem Segment zu finden. Das sind auf der einen Seite die Grünland Profi KB und die Grünland Profi Top bzw. die Futter Profi EI. Der zweite Parameter oder die zweite Stufe ist der österreichische Mischungsrahmen, der von der Saatgut Österreich geschaffen wurde. Er wurde von Fachleuten erstellt und ist auch im Saatgutgesetz verankert. Er regelt Bezeichnung und Zusammensetzung mit einem gewissen Spielraum, Nutzungs- und regionsangepasste Mischungen werden da drin beschrieben und an diese gilt es auch zu halten. Besatz, Reinheit, Keimfähigkeit ist laut Saatgutgesetz möglich. Es sind zwar keine ausgewählten Sorten beinhaltet, aber es gibt eine gewisse Einschränkung für ausländische Mischungen, die in Österreich unter dieser Dachmarke produzieren oder verkaufen möchten. Hierin fällt der Großteil der Saatbau Linz-Mischungen, aber ich werde es dann im nächsten Punkt noch einmal erläutern. Wir als Saatbau Linz setzen uns höhere Maßstäbe, als sie da festgeschrieben sind. So sieht zum Beispiel so ein Mischungsrahmen aus. Es ist klar geregelt, welche Kulturarten hineingehören, welche Zusammensetzungen es sein muss mit einem gewissen Spielraum, um auf etwaige Anforderungen aus der Praxis von Ihnen Landwirtinnen und Landwirte reagieren zu können. Und Sie erkennen es an der Bezeichnung, ob diese Mischung für Ihren Betrieb geeignet ist oder nicht. Wir haben hier zum Beispiel eine mittelintensive Dauerwiesenmischung für mittlere und trockene Lagen. Die dritte Stufe ist der ÖAG-Mischungsrahmen. Das ist die österreichische Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Viehwirtschaft. Diese regelt klar, welche Kulturarten mit welchen Sorten zu wie viel Prozent in der Mischung beinhaltet werden müssen. Weiters setzt sich, um ÖAG-Saatgut sich nennen zu dürfen, sind noch gewisse Besatzauflagen, Keimfähigkeitsauflagen und auch bestimmter Anteil an österreichischem Saatgut in der Mischung beinhaltet. Wir gehen wieder etwas zurück, etwas bisschen mehr in die Praxis. Der Qualitätsanspruch von uns, von der Sapa Linz. Wir haben es schon gehört, wir entsprechen dem österreichischen Mischungsrahmen und dies ist auch durch das Saatgut Austria
Logo auf unseren Sackanhängern bestätigt. Ausnahmen haben wir schon gehört, die Grünland Profi KB, Top und Futterprofi EI fallen aufgrund dieser außergewöhnlichen Zusammensetzung nicht hinein, aber haben es jahrelang bewiesen, dass sie Bestätigung am Markt finden. Sortenwahl, wir überprüfen unsere Sorten, wir verwenden auch neueste Sorten, schauen auf Ausdauer, Gesundheit und Ertrag. Diese Sorten und auch alle Mischungen werden laufend in der Praxis erprobt und falls Adaptierungen notwendig sind, falls aus der Praxis etwaige Änderungen gefordert werden, stellen wir diese um. Wir garantieren 100%ige Ampferfreiheit. Das ist das Wichtigste, was es für eine Grünlandmischung gibt, denn wir quälen uns stundenlang, um den geliebten Ampfer von unseren Flächen fernzuhalten und dann sehen wir ihn nicht wieder aus. Eigenvermehrungen in Österreich. Wir haben hektarweise hunderte Hektar in Österreich, die uns Qualitätssaatgut erzeugen. Wir haben die Qualitätssicherung vor unserer Tür und eine Wertschöpfung für die regionale Landwirtschaft. Jetzt gehen wir noch einen Schritt mehr in die Praxis. Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht, werde erläutern, was sich auf den Bildern tut, etwaige Fehler, die im Vorhinein passiert sind, beziehungsweise werde Maßnahmen dazu ableiten, die ich Ihnen empfehle, falls es bei Ihnen gleich aussehen sollte. Zu Beginn ein Klassiker. Nach dem Winter, als die Schneedecke geschmolzen ist, offenbart sich eine wahre Maulwurfshügel-Pandemie auf Ihren Flächen. Was nun tun? Am besten, wie auf diesem Bild zu sehen, mit einem Grünlandstriegel oder mit einer Wiesenecke diese einebnen. Und im besten Fall, da sehr viel freie Lücken für Beikräuter, Beigräser, unerwünschte Arten entstanden sind, auch mit einer schnell wachsenden Mischung, wie zum Beispiel einer Grünlandprofi EB, nachsehen. Im Vorhinein wurde eine Frage gestellt und diese möchte ich gleich im Zuge beantworten. Welchen Vorteil habe ich, wenn ich im Frühjahr eine Maßnahme mit einer Wiesenecke setzen? Die Vorteile haben wir jetzt schon gehört. Man kann die Maulwurfshügel einebnen, nachsehen in einem Arbeitsgang, aber das ist noch nicht alles. Ich reiße abgestorbenes Material aus, lüfte den Boden, damit ein optimaler Gasaustausch stattfinden kann, beziehungsweise mehr freie Fläche habe, damit sich der Boden schneller und besser erwärmt und auch ein etwaiger Schneeschimmelbefall, der über den Winter entstanden ist, wird mit dieser Maßnahme bekämpft. Tagaktuell heute auf dem Weg in die Firma, in die Arbeit, habe ich noch diese Bilder geschossen. Wir sehen auf der linken Seite zwei Flächen, die nicht entzugsorientiert, das heißt, ich nehme mehr Nährstoffe weg, als ich zurückgebe, gedüngt werden, beziehungsweise Nachsaat ist auch eher ein kleines Thema. Auf der rechten Seite zwei Flächen, die entzugsorientiert arbeiten, die regelmäßig nachsehen und Sie erkennen schon, es ist ein wahrer Unterschied, ob die Flächen wie auf der linken Seite mit hohem Krankheitsbefall, mit vielen abgestorbenen Pflänzchen auf der Fläche nach dem Winter gehen und dadurch länger zum Wachsen brauchen oder wenn ich wie auf der rechten Seite einen dunkelgrünen Bestand aus dem Winter führe, der entzugsorientiert ist, der bestens mit jungen und vitalen Pflanzen versorgt ist und mir beim ersten Schnitt mehr Ertrag macht. Und wir müssen da dorthin kommen. Bestände entzugsorientiert versorgen und immer periodisch nachsehen, falls ein Handlungsbedarf ist. Ja, ein sehr oder fast schon eine Plage habe ich auf dem nächsten Bild. Dies kann
Die Ursache sind gemeine Rispe oder starker Befall von gemeiner Rispe, aber auch Rotschwingel oder wie im Vorfeld an das Webinar gestellte Frage, eine starke Vermoosung. Aber wie bekämpfe ich diese am besten? Am besten oder der beste Zeitpunkt dafür ist immer der August, von Anfang bis Ende August möglich. Tief mähen, die Erntemaßnahmen ganz normal setzen und dann mit einem Grünlandstriegel die Flächen überkreuz ausstriegeln, das Material abfahren, aber bitte nicht auf anderen Flächen per Festmist und so weiter ausbringen, nicht, dass sich die unerwünschten Arten wieder vermehren. Und bitte ausstriegeln, bis dass es circa so aussieht. In diesem Fall gilt, weniger ist mehr. Das heißt, weniger Pflanzen bieten mir mehr Raum für neue Pflanzen, beziehungsweise ich verspreche Ihnen, falls Sie, wie in diesem Bild ausgestriegelt haben, der Altbestand wird sich wieder erfangen und wird einen flächendeckenden Ertrag machen. Dann noch mit einer Standort- und Nutzungsangepassten Mischung nachsehen, zum Beispiel eine Grünlandprofi EB haben wir schon gehört oder eine Grünlandprofi KB. Zum Schluss bitte das Anwalzen nicht vergessen, da es im August doch noch zu erhöhten Temperaturen kommen kann und dadurch der Wasserschluss gegeben wird. Wenn es schon so weit fortgeschritten ist, wie es hier auf dem linken Bild zu sehen ist, und ich verspreche Ihnen, es war auf hunderten Hektar im Jahre 2018 und 2019, dass sich die Wiesennarbe einfach abziehen lässt, darunter die Engerlinge zum Vorschein kommen und die Flächen schon braun geworden sind bzw. eingegangen sind, dann heißt es rascher Handlungsbedarf. Nachdem Sie wahrscheinlich schon mit dem Thema konfrontiert wurden, werde ich es nur etwas kürzer abarbeiten. Das heißt, ich mache eine Bodenbearbeitung mit einer Fräse oder einem Kreiselgrupper, lasse die Fläche etwas verweilen, dass auch die Engerlinge, die nicht sofort gestorben sind, mit per UV-Licht geschwächt werden und dann austrocknen. Bei einer zweiten Bearbeitung mittels Fräse und Kreiselgrupper ist es empfehlenswert, dies dann gleich eine standardangepasste, raschwüchsige Mischung anzubauen, eventuell als Deckfrucht eine Sommerung dazugeben, Anwalzen nicht vergessen und dann kommt das Wichtigste. Ich muss mir überlegen, welche Maßnahmen ich in Zukunft setze, damit so etwas nie wieder passieren kann. Es war und das Problem ist weiterhin in unseren Böden oder das Potenzial ist weiterhin da. Es war existenzbedrohend für so manchen Landwirt, da ihm einfach die Futtergrundlage von bis zu zwei Schnitten gefehlt hat. Zum Schluss ein typisch oder oft gesehenes. Ich als intensiver Landwirt habe einen Bestand, circa wie auf dem rechten Bild zu sehen, führe diesen intensiv mit entzugsorientierter Düngung, Bodenproben, Kalkung, Nachsaat und so weiter und bekomme von Nachbarn oder von einem anderen Landwirt eine Wiese gepachtet, wie auf der linken Seite. Als Magerwiese könnte man diese auch bezeichnen, mit vielen blühenden Komponenten, vielen Kräutern, aber wenig wertvollen Gräsern und Leguminosen. Doch was tue ich jetzt, um diese Magerwiese an meine Betriebsphilosophie anzupassen? Zuerst eine Bodenprobe ziehen, eventuell kalken, falls notwendig, und die Nährstoffdepots im Boden laut dieser Bodenprobe auffüllen. Periodisch nachsehen mit einer intensiven Nachsaatmischung wie einer Grünlandprofi NI zum Beispiel und Sie werden sehen, in ein paar Jahren hat sich diese Fläche verändert und passt perfekt zu Ihrer Betriebsphilosophie. Doch welche Vorteile habe ich jetzt von einer solch klimafitten und ertragsstarken Wiese, beziehungsweise was bringt es mir, wenn ich Arbeitszeit und Kosten dafür aufwende?
Der wichtigste Punkt zuerst. Ich habe höchste Erträge mit besten Qualitäten und besten Inhaltsstoffen, die mir meine Tiere dann in wertvolle Lebensmittel umwandeln oder verarbeiten werden. Ich habe auch, aber auch Ertragssicherheit in schwierigen Lagen, Jahren, eine gute Ertragspersistenz. Das heißt, ich habe vom ersten bis zum letzten Schnitt des Vegetationsjahres einen relativ konstanten Ertrag und diese schwanken nicht vom ersten zum letzten so stark. Der Bestand ist stresstoleranter, da ihm viele Stressfaktoren einfach weggenommen bzw. diese ausgebessert wurden und dafür oder deswegen ist der Bestand weniger anfällig auf Krankheiten und auch so manch kleiner Schädling, der eventuell vorhanden ist, hat keine Chance. Solche Flächen verzeihen auch so manchen Fehler, eventuell zu nasses Arbeiten oder falls für einen Schnitt einmal nicht ausreichend Dünger vorhanden ist, besser als unter Stress stehende Bestände. Durch rasches Wiederantriebsvermögen schützt sich die Fläche selber vor unproduktiver Verdunstung von Wasser in heißen Sommermonaten. Und zum Schluss, ich erzeuge damit bestes, schmackhaftestes Futter für meine Tiere und diese werden es mir in Kilogramm Milch und Kilogramm Fleisch danken. Zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, alle unsere Mischungen bzw. interessante Fachartikel und Praxistipps finden Sie in unserem neuen Grünland-Prospekt. Dieses steht zum Download in der Mediathek auf unserer neuen Website www.saatbau.com bereit, beziehungsweise die einzelnen Mischungen nochmal genauer erklärt, beziehungsweise im Grünland oder in der Grünland-Ausgabe von Blick ins Land ist dieses Prospekt beigelegt. Falls Sie dieses Prospekt postalisch möchten, beziehungsweise falls Sie ein Problem bei Ihrer Grünlandbewirtschaftung oder auch anderen Kulturen haben, können Sie mich jederzeit kontaktieren und ich versuche, ehestmöglich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bin nun am Ende meines Vortrages angelangt. Danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hoffe auf viele interessante Fragen im Nachgang und will jetzt wieder zurückgeben zu dir, Christian. Vielen Dank, Michael, für deinen sehr interessanten Vortrag zum Thema, wie man Grünflächen fit haltet mit diversen Maßnahmen und Sanierungsmaßnahmen. Vielleicht nochmals zu erwähnen, wie man gehört hat, unterliegt Originalsaatgut aus Österreich sehr hohen Qualitätsansprüchen und Parametern, was an sich für den Käufer sehr wichtig ist. Nun zum zweiten Vortrag an diesem Abend. Bitte, Johannes, das Wort gehört dir. Vielen Dank, Christian. Ein herzliches Grüß Gott an die Runde und an die Teilnehmer zu Hause vor dem PC auch meinerseits. Wie schon gesagt, mein Name ist Johannes Hintringer. Ich bin seit jetzt 2 Jahren beim Maschinenring Oberösterreich tätig, dort im Grünlandbereich. Bin dort verantwortlich für die ganzen Themen im Grünland. Wie es der Michael Draxl vorhin schon angesprochen hat, also in der Hochsaison der Maikäfer-Schäden, die 2018, 2019 aufgetreten sind, und begleite eben da gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer diverse Projekte, und ich werde euch heute über das Thema Grünlandpflege und Verbesserung mit der richtigen Technik zum Erfolg einen kleinen Beitrag bringen. Was wird sich in den nächsten 30 Minuten erwarten? Einerseits Grünlandverbesserung, warum ist das nötig, warum machen wir das? Welche Möglichkeiten gibt es dafür, also ohne Bodenbearbeitung, mit Bodenbearbeitung, wo man dann auch von der Grünlanderneuerung spricht, die Zeitpunkte, wann das Ganze erfolgen soll, und Folgebewirtschaftung kommt dann später auch noch eine kurze Exkursion auch zur Luzerne. Grünlandverbesserung, die Gründe sind vielfältig.
Das ist ein fünfschnittiges Grünland im Oktober 2019 fotografiert, inmitten des Engerling-Hauptschadensgebiet im Bezirk Grobach in Putzleinsdorf, genauer gesagt. Eine ertragreiche Fünfschnittwiese, gräserreich, Knaulgras betont. Löwenzahn ist hier zu sehen, aber auch Weißgläs drinnen, das sieht man im Foto nicht so gut. Dieses trotz Trockenheit und Engerlingen in dem Gebiet geschafft hat, also der Landwirt, das ist natürlich das Ergebnis seiner guten Bewirtschaftung, dass trotz dieser Ausnahmejahre 2018, 2019 tolle Erträge im Grünland erwirtschaftet werden haben können. Und das ist praktisch das Ergebnis, das man dann sieht, wenn man die Grünlandverbesserung, Grünlandpflege richtig macht. Also es geht einerseits um Bestandeserhaltung, Bestandeslenkung ist eben ein Grund, warum man Grünlandverbesserungsmaßnahmen setzt. Ein weiterer Grund ist Verunkrautung, Verungrasung. Also in dem Bild sind kaum noch wertvolle Futtergräser zu sehen. Da sieht man Ampfer sieht man. Der Großteil ist da gemeine Rispe, die es eben die Ausläufer bildet, einen dichten Filz bildet, der dann ein Aufkommen der wertvollen Gräser verhindert, auch die Güllewirkung massiv beeinträchtigt, weil eben die Gülle im Filz hängen bleibt und nicht mehr am Boden kommt, wo sie von den Bodenorganismen aufgearbeitet werden kann. Im Endeffekt ein komplett sanierungsbedürftiger Bestand. Hier ist kaum was Wertvolles mehr zu sehen. Und wie eben schon angesprochen vorhin, die Engerlinge, die eben massive Schäden gemacht haben, 2018, 2019, 2020 war in den Maikäfergebieten ohnehin ein Erholungsjahr, wo mit wenig Schäden zu rechnen war, und der aber jetzt heuer wieder fliegen wird. Und im Spätsommer, wenn es wieder trocken wird, sind in diesen Maikäfergebieten wieder Schäden zu erwarten. Also das ist natürlich auch ein Grund, warum man Grünlandverbesserungsmaßnahmen, eben dann geht es wirklich Richtung Erneuerung mit Bodenbearbeitung, eben ein neues Grünland anlegen muss. Und da jetzt zu den einzelnen Herausforderungen oder Gegebenheiten, welche Maßnahmen gibt es? Übersaat, Nachsaat, Sanierung und Erneuerung sind die Begriffe, die in diesem Zusammenhang zu erwähnen sind, die ich dann im Nachgang noch näher erläutern werde. Also wenn ich links oben an die Bestandeserhaltung, Bestandeslenkung denke, dann ist es ganz klar die Übersaat und die Nachsaat, die hier die Verfahren der Wahl sind. Es kann auch die Sanierung sein. Die Erneuerung wird es eher nicht sein, weil wenn ich schon einen guten Ausgangsbestand habe, werde ich ihn nicht zerstören und so massiv eingreifen. Sanierung kann aber sehr wohl zur Bestandesverschiebung verwendet werden. Links unten dann das Thema Verunkrautung, da sind wir, wie am Foto eben gesehen, viele Ampfer, dann werde ich zwar durch die Sanierung nicht rausbringen, aber die gemeine Rispe kann ich rausstriegeln und den Ampfer auf andere Weise bekämpfen müssen, aber wieder ein gutes Grasgerüst aufzubauen. Und eben solche engerling-geschädigten Flächen, wie man es rechter Hand sieht, da ist dann ganz klassisch die Grünlanderneuerung das Mittel der Wahl. Übersaat, was ist das? Dabei wird das Saatgut oberflächlich auf die unbearbeitete Bodenoberfläche abgelegt und hat ganz eindeutig das Ziel zum Schließen von Lücken. Das wird zum Beispiel vor dem ersten Aufwuchs in sehr lückigen Beständen empfohlen, also wenn es Auswinterungsschäden gegeben hat. Oder auch zwischen den Schnitten, sobald Bestandeslücken entstehen, muss eben sofort gezielt übergesät werden. Der Michael Draxler hat es vorhin auch angesprochen. Sonst werden diese Lücken eben von unerwünschten Gräsern oder Kräutern, also bei den Gräsern wird es die gemeine Rispe beispielsweise sein, bei den Kräutern Gundelrebe oder Vogelmiere, die eben da reinwachsen und eben diese Lücken füllen oder eben neue Ampferpflanzen keimen, beispielhaft. Also wenn man diese Lücken nicht mit wertvollen Gräsern schließt, dann wird es zu einer Bestandesverschiebung kommen,
die sukzessive vor sich geht und dann irgendwann hat man nicht mehr den gewünschten Grünlandbestand. Das ist eben, wie man es heuer sehr viel und sehr oft beobachten kann, die Maulwurfshügel sind wieder sehr stark verbreitet im Land. Und wenn man die dann auseinanderstreift, dann bleiben eben diese Lücken übrig, wo eben das Gras darunter abgestorben ist. Und da empfiehlt es sich ganz klar eben mit Übersaat, das ist da eine geeignete Maßnahme, hier wertvolle Mischungen, wertvolle Gräser zu etablieren. Also ganz typisch jetzt im Frühjahr empfiehlt sich solch eine Übersaat. Ein anderes Verfahren ist die Nachsaat, wobei man da eben spricht, der Übersaat in Kombination mit Verfahrensteilen, die die Grasnarbe stark öffnen, zum Beispiel Grünlandstriegel, wie hier zu sehen, Grünlandstriegel mit Starkzinken, 12 mm starken Zinken, die wirklich aggressiv arbeiten können, wo eben das Grünland auch aufgerissen wird und das Saatgut dahinter abgelegt wird und im gleichen Schritt wieder angewalzt wird. Das ist ein mögliches Verfahren. Ein anderes mögliches Verfahren ist eben die Durchsaat mit Schlitzdrillgeräten. Da sind einerseits gibt es da spezielle Geräte, zum Beispiel Fredo-Schlitzgerät, aber andererseits auch herkömmliche Scheibenschar-Sämaschinen können auch für das verwendet werden. Und zur Nachsaat möchte ich da eine kurze Grafik zeigen, die meiner Meinung nach relativ gut das beschreibt, wenn man es sich im Detail anschaut, warum eben Nachsaat noch bei einer gewissen Nutzungsintensität wichtig sind. Auf der X-Achse, auf der horizontalen Linie, sieht man die Zeitachse. Und auf der vertikalen sieht man die Kohlenstoffnettoproduktion. Hier könnte man auch Zuckernettoproduktion hinschreiben. Das ist sozusagen die Produktion der Pflanze abzüglich, die sie selber fürs Wachstum benötigt. Und wenn man da ganz am Beginn der Zeit startet, das ist zum Beispiel der Schnittzeitpunkt, dann dauert es einmal. Die Nettoproduktion ist negativ, weil eben aus den Reserven, die in den oberen Halmteilen gespeichert sind, die Gräser haben ja de facto oder sehr wenig Möglichkeit, unterirdisch Assimilate zu speichern. Das ist in den unteren Halmteilen, also oberhalb der Bodenoberfläche, sind eigentlich die Reservestoffe eingelagert. Aus diesen Reservestoffen wird einmal Blattmasse gebildet und es ist ein negativer Saldo an Zuckerproduktion oder Kohlenstoffproduktion. Und irgendwann kehrt sich das um und das Defizit wird geringer, bis eben die Zeit einmal ausgeglichen ist und die Bilanz null ist, also alles, was aus den Reserven genommen worden ist, wieder rückeingelagert ist und dann wird es positiv sozusagen. Dann werden eben oberflächlich dann werden mehr Assimilate gebildet, als zuvor gebraucht worden sind. Und diese Zeitspanne kann man als Rückzahlzeit unter Anführungszeichen nennen. Dann ist die Pflanze lebensfähig, wenn diese überschritten wird. Das heißt, danach, wenn danach geerntet wird, ist aus Sicht der Pflanze das der optimale Nutzungszeitpunkt. Und wenn davor geerntet wird, in der Mitte der strichlierte Strich, das ist zum Beispiel der Fall, sehr oft in 4- und 5-Schnitt Grünland. Und dann ist eben diese Rückzahlzeit nicht erreicht worden und man lebt sozusagen auf Substanz der Pflanzen, also man lebt immer wieder von den Reserven. Und dann kommt es zu einem sukzessiven Verschwinden der Pflanzen, der wertvollen Futtergräser. Und wieder unliebsame Kräuter und Gräser können sich im Bestand ausbreiten. Und daher, also wenn man nicht gezielt nachsät, weil dann keimt irgendwas, was im Boden Vorrat vorhanden ist an Samen. Und daher bildet sich ab einer gewissen Nutzungsintensität, also ab 4-Schnitt Grünland, empfiehlt es sich, ab 5-Schnitt Grünland ist es ein Muss, sich mit periodischer Nachsaat zu beschäftigen, eben genau aus den genannten Gründen, weil man zu oft mäht und sich sukzessive die wertvollen Gräser verabschieden. Natürlich Artenunterschiede, aber
so ganz allgemein heruntergebrochen kann man das so erklären. Drittes Verfahren ist die Grünlandsanierung, die Riskenkette. Wie wir sie kennen, ist ein, wie schon genannt im zweiten Bild, das ich gezeigt habe am Anfang, das Bild mit der gemeinen Rispe und dem Ampferbesatz, also vor allem, wenn viel gemeine Rispe drinnen ist, empfiehlt es sich, diese Grünlandsanierung vorzunehmen. Das ist ein kreuzweises Ausstriegeln der Flächen, also man striegelt in eine Richtung, dann, wenn möglich, 90 Grad der Quer dazu. Dann muss das Ganze geschwadet und abgefahren werden und dann ist entsprechend die Rispe ausgekämmt und man kann dort die neue Grünlandmischung ansehen. Diese Sanierung ist aber auch, und das haben neueste Versuche gezeigt, ist aber auch sehr gut für die Bestandeslenkung geeignet, wenn man gezielt eine Bestandesverschiebung herbeiführen will, auch wenn die gemeine Rispe nicht das Riesenthema ist oder eine Vermoosung das Thema ist, dann ist es auch sehr gut geeignet. Es ist kostenintensiv und logistischer Aufwand. Also da macht sicher Sinn, überbetrieblich zusammenzuarbeiten, weil einer muss striegeln, einer muss schwaden, einer muss abtransportieren. Und es ist sehr zeitintensiv, da ein Hektar zu sanieren. Aber die Erfolge sprechen dann für sich, weil man einen wunderschönen, ertragreichen Bestand etablieren kann. Und lässt sich dann auch sehr wirtschaftlich darstellen, wie eben gerade aktuelle Untersuchungen zeigen. Das Ganze mit Material wird abtransportiert und kompostiert, also das muss man in den Wald oder irgendwo entsorgen, ist ein wertvolles Material, wird wertvoller Humus, kann dann am Acker oder eben, wenn es gut verrottet, wieder im Grünland ausgebracht werden. Wenn das Ganze erledigt ist, wie gesagt, Grünlandmischung ansehen und unbedingt nachher anwalzen. Das hat auch der Michael schon gehabt, so kann und darf es aussehen. Es wird nicht die ganze Fläche so aussehen, aber stellenweise darf es mal wirklich so aussehen. Hier sind eben noch Horste, zum Beispiel Knallgrashorste, die eben stehen bleiben und man glaubt es nicht. Nach 3 Wochen wird die wieder grün, die Fläche. Natürlich habe ich einen gewissen Ertragsausgang im Folgeaufwuchs, aber spätestens im Folgejahr habe ich das kompensiert mit mehr Erträgen und man schreckt sich die. Der Vater oder Großvater, der gehört weggesperrt, wenn man sowas macht, weil das ist eine Zumutung für die Wiese sozusagen. Das geht gar nicht, aber wenn es dann die Erfolge nachher sehen, die sprechen für sich und so hat man eben die größten Erfolge, weil einfach wirklich Standraum ist für die neue Nachsatzmischung, die sich etablieren kann. Und so schaut das eben aus, ist eben links ist so eine Sanierung gemacht worden, rechts ist ein Altbestand, reich an Englisch, Schreikraus und Weißli, an sich ein sehr toller Bestand. Das Problem ist eben da, dass es sehr trocken wird und dann das englische Schreikraus mit dem nicht tiefreichenden Wurzelsystem in Trockenperioden rasch an die Grenzen stoßt und da war eben das Ziel, auch diese 5-Schnittfläche, auch im Grünland Rotklee und Knallgras zu etablieren im speziellen. Ist eben durch eine Sanierung erfolgt, war sehr erfolgreich, wo es eben auch vorher so ausgeschaut hat, dass Acker ähnlich, sage ich mal, von der Weite betrachtet und nach 3 Wochen ist es wieder grün worden und im August 2017 gemacht worden und im August 2018 ist dann das Foto aufgenommen worden, wo man eben sieht, der Bestand wurde rasch umgebaut, das ich mit einer Nachsaat sicher nicht so rasch hinbekomme und sehr erfolgreich. Hier noch ein Bild aus 2019, wo man auch eben den Wuchshöhenunterschied sieht zum Rotklee, der ja typisch eine Leguminosen des Dreischnittgrünlandes ist, aber da gibt es eben erste Ansätze dann auch im 4- und 5-Schnittgrünland, wo ich dazu sage, aber den man dort etablieren kann, wohlgemerkt nur mit periodischer Nachsaat, also den kann man zwar etablieren, der ist dann da, wenn man das weiterhin 4-5-schnittig nutzt, wird er sich wieder verabschieden. Aber auch erste Untersuchungen aus Deutschland zeigen eben, dass das möglich ist, wenn man das wirklich periodisch alle 2 bis 3 Jahre wieder nachsieht. Und der Vorteil ist eben, dass er trockentoleranter ist als der Weißklee, weil er ein tieferes Wurzelsystem hat. Das nur am Rande erwähnt. Aber ein rascher Bestandesumbau durch Sanierung. Jetzt kommen wir noch zu jenen Verfahren, wo es eben der größte
Eingriff in den Boden ist, wo es um die Grünlanderneuerung geht. Gerade in der Engerling hat uns mehr oder weniger dazu verpflichtet, eben viel Grünland zu erneuern. Da gibt es von der Technik her, Kreiselgruppe ist da geeignet, Kreiselecke mit auf Griff gestellte Zinken empfiehlt sich. Das zeige ich dann im Folgenden. Also da gibt es eben dann die diversen Kombigeräte, so schaut das in der Praxis aus, eben Kreiselecke, hinten hinterher eine Sämaschine, wo dann gleich Deckfrucht und im Idealfall dann auch noch das Grünlandsakku durch einen Feinsamenstreuer oberflächlich abgelegt wird. Und hier noch einmal die Wirkung der Kreiselecke des Kreiselgruppers mit auf Griff gestellten Zinken. Warum ist das so wichtig? Im Zuge der Engerlingbekämpfung ist es einerseits wichtig, dass die Engerlinge nach oben gearbeitet werden, aber andererseits ist es auch wichtig und gerade im Grünland, dass kein Druck nach unten ausgeübt wird. Es sollte ohnehin nur bei trockenen Bedingungen gearbeitet werden. Da ist die Problematik nicht so groß wie unter feuchten Bedingungen. Im Ackerbau ist das typisch, dass die Zinken schleppend wie im rechten Bild zu sehen eingestellt sind, dass die Steine nach unten gedrückt werden. Ob ich übe generell Druck nach unten aus, was zu einer Schmierschichtbildung führen kann. Und im Grünland habe ich nicht die Möglichkeit, dass ich nachher mit einem Pflug komme und tiefer fahre zum Beispiel. Daher ist es ganz wichtig, dass die Zinken nach oben wegarbeiten, dass eben kein Druck nach unten ausgeübt wird, weil eben diese mögliche Schmierschichtbildung nicht mehr aufgebrochen werden kann. Und ich ja diese Maßnahme setze, um eine langfristige Investition ins Grünland zu machen. Also besondere Vorsicht ist hier geboten. Ein weiteres Gerät ist die Rotoecke, die auch sehr gut funktioniert, die ein sehr feines Saatbett hinterlässt. Die Rotoecke funktioniert so, dass eben das Material nach vorne weggehoben wird, nach vorne oben und muss durch die Maschine durch und wird hinten wieder abgeworfen. Wo eben ein Kamm sitzt, so 1 cm dicke Metallstäbe, die eben dafür sorgen, dass die Steine und das organische Material nach unten geleitet wird und die Feinteile durch diesen Kamm durchfallen. Und dadurch ergibt sich eben dieses schöne, feine Saatbett, was eben sehr gut funktioniert und im oberen Bild ganz optimal zu sehen hier. Ein Feinsamenstreuer aufgebaut, der eben das Grünlandsaatgut oberflächlich ablegt. Wird eben auch zur Engerlingbekämpfung erfolgreich eingesetzt, zum Beispiel im Bereich Vöcklerbruck, Gmunden. Was dann ganz wichtig ist, ich habe es auch schon mehrmals angesprochen, bei der Aussaat, das Saatgut will die Sonne sehen, unbedingt die Saatgutablage beachten. Im oberen Bild, soweit man es erkennen kann, ist eben die Deckfrucht und die Grünlandmischung ist da gemeinsam, also ist abgemischt worden und mit der Drillsämaschine angebaut worden. Das sieht man eben, wenn man da dann reinschaut in den Reihen, dass da die Gräser und die Deckfrucht in den Reihen stehen. Und wenn man die dann ausgräbt, das sieht man unten an den Bildern, dann wurde das zwischen 15 und 25 Millimeter tief abgelegt und das ist eben für das Grünland-Saatgut viel zu tief, weil je feiner das Saatgut ist, umso geringer sind die Reservestoffe im Korn. So eine Faustzahl sagt, ungefähr der fünffache Korndurchmesser ist die Ablagetiefe, also größere Körner können natürlich tiefer abgelegt werden. Und für das Grünland-Saatgut ist das deutlich zu tief, das muss dann einen Halmheber ausbilden, das ist ein sehr feines Pflanzengewebe, ist wie ein Flaschenhals, also eine Verjüngung, die sie nie mehr wieder auswächst und die Wiese vorher immer mit Auszogen Handbremsen, weil eben diese Verjüngung, dieser Flaschenhals limitierend ist und daher sollte das unbedingt vermieden werden. Darauf ist eben zu achten bei der Aussaat und vor allem bei der Grünlanderneuerung ist eben die Gefahr gegeben, dass man das zu tief ablegt. Und das ist natürlich auch entscheidend bei späten Anlageterminen, dass nur gute Vorwindentwicklung möglich ist, weil wenn es tiefer rauskommen muss, also tieferen Bodenschichten, braucht es natürlich auch länger und dann ist keine entsprechende Vorwindentwicklung, wo mindestens 3 Blätter gebildet sein sollen, mehr möglich.
Ja, so kann das ausschauen in der Praxis. Links unten eben Engerlingbekämpfung mittels Kreislecke. Wenn das erfolgreich zweimal gemacht worden ist, kann eben zum Beispiel wie im mittleren Bild unten mittels Nachsatzstriegel, Starkzinkenstriegel, Grünlandsaatgut ausgesät werden. Die Zinken lassen wir da nicht angreifen, weil eben die Altgroßnarbenteile und die Vosen, also die Vosen, wie man umgangssprachlich sagt, wo es zum Verstopfen kommen kann, da lässt man die Zinken nicht angreifen, legt eben nur das Saatgut oberflächlich an und erledigt in demselben Arbeitsgang gleich das Anwalzen mittels Profilwalze. Oder so Eigenbaulösungen wie rechts unten schematisch dargestellt, rechts oben in Natura fotografiert, eben Kreislecke mit Scheibenschor-Sämaschine, wo die Deckfrucht abgelegt wird, wenn eine angelegt wird, und hinten ein Feinsamenstreuer, der das Grünlandsaatgut oberflächlich ablegt, wo nur, nachher nur noch mittels Profilwalze angewalzt werden muss. Und dies ist auch nochmal ein eindrucksvolles Bild, was das Anwalzen bringt, besonders unter trockenen Bedingungen. Da sind eben Engerlinge bekämpft worden im September 2018 und der Junior hat eben die Engerlingbekämpfung gemacht auf verschiedenen Flächen und der Senior ist mit der Walze nachgefahren und hat das nachgewalzt und auf einer Fläche, das hat er eben übersehen oder hat er nicht mitbekommen, dass dort auch Engerlinge bekämpft worden sind, es war nur ein kleines Teilstück einer Fläche und dort, das ist eben nicht angewalzt worden und das ist eben im linken Bild zu sehen, die Fotos sind aus dem April 2019 und mit Anwalzen, da hat man es dann augenscheinlich gesehen, was diese Maßnahme für einen Nutzen gebracht hat, unter den trockenen Bedingungen im September 2018. Wie gesagt, die Grünlanderneuerung ist eine sehr radikale Maßnahme, da wird die Altnarbe zum Großteil zerstört und ist eben, weil oft die Frage auftaucht, Sanierung, ja oder nein, oder doch gleich Grünlanderneuerung. Das Problem bei der Erneuerung ist eben, dass ich so intensiv in den Boden eingreife, einerseits das Bodengefüge massiv beeinträchtige, die Befahrbarkeit nachher ist mit Vorsicht zu genießen, also gerade bei feuchter Herbstwitterung, wie man es da im Bild sehen kann bei der Deckfruchternte, wo dann wieder Spuren gezogen werden. Einerseits hat man viel Geld für die Sanierung, also für die Grünlanderneuerung in die Hand genommen, andererseits hat man dann gleich wieder einen Schaden angerichtet. Bei der Sanierung beispielsweise habe ich dieses Problem nicht, weil eben das Bodengefüge, der stabile Bodenaufbau nicht beeinträchtigt wird und natürlich auch eine deutlich höhere Gefahr der Verunkratung. Was zum Ampfer zum Beispiel zu sagen ist, bei der Sanierung gibt es zahlreiche Praxisbeispiele oder ich kenne keinen einzigen, der gesagt hat, ja, jetzt habe ich saniert, jetzt habe ich aggressiv ausgestriegelt und habe dann deutlich mehr Ampfer bekommen. Der kenne ich persönlich niemanden. Das gibt es de facto nicht, dass es da zu radikalen Ampfervermehrung kommt. Wenn ich aber Grünlanderneuerung mittels Bodenbearbeitung mache, sehr wohl, dass dann deutlich mehr Ampfer kommen kann. Die Gründe dafür weiß ich auch nicht, konnte mir auch noch nicht beantwortet werden, aber gerade wenn es um Verunkratung geht, ist auch der, wenn ich vor der Wahl stehe, ob eine Sanierung oder Erneuerung, würde ich die Sanierung vorziehen. Und bei der, wie gesagt, weitere Unkräuter sind eben Hirtendäschel, typische Ackerunkräuter, Vogelmiere, rote Taubnessel. Vogelmiere und rote Taubnessel oder Vogelmiere gänzlich unbedenklich, Hirtendäschel kann eben, ist leicht giftig und kann bei über 5% Ertragsanteil zu Verstopfungen und Verwerfen führen, also auch mit Vorsicht zu genießen und das ist nicht zur Verfütterung geeignet. Jetzt die Verfahren, Übersaat, Nachsaat, Sanierung und Erneuerung haben wir jetzt durchbesprochen, was eben die Unterschiede sind. Auch die Menge an Saatgut unterscheidet sich bei diesem Verfahren. Bei der Übersaat sind wir klassisch im Bereich von 5 bis 10, 12 Kilogramm. Bei der Nachsaat sind wir dann von 12, 15 bis 20 Kilogramm unterwegs, wo ich eben den Boden auch aufreiße mit den Striegeln aggressiver. Und bei der Sanierung, wo ich eben kreuzweise striegle und wirklich einen Großteil der gemeinen Rispe oder der Ausläufer bildenden Gräser und Leguminosen ausreiße,
Da reden wir dann von Saatmengen 20 bis 30 Kilo, also typisch wie bei Neuanlagen und bei der Erneuerung sind wir auch bei 25 bis 30 Kilogramm. Also grundsätzlich sind alle oberflächlich zu etablieren. Das Einzige, was ich kurz ansprechen möchte, ist die Luzerne, also weil das auch immer wieder Thema ist, ist eine typische Ackerkultur. Und wer eben Luzerne erfolgreich und gleichmäßig etablieren will, wird um eine Bodenbearbeitung nicht umhinkommen. Drum ist es eine typische Ackerkultur, weil mit Nachsaat und Sanierung und Übersaat wird man es nicht gleichmäßig etablieren können. Es gibt auch zahlreiche Praxisbeispiele, die es probiert haben und haben gesagt, nein, vergiss das, es werden dort und da einzelne Luzerne Pflanzen kommen, aber wirklich gleichmäßig im Bestand, dass ich in Richtung Trockentoleranz im Umbau und diese Königin der Futterpflanzen etabliere. Da braucht es eine Bodenbearbeitung, seichte Kreislecke auf 5 bis 7 cm oder eben wirklich eine auf dem Acker eine typische Ackerfrucht eben das am Acker zu machen. Daher ist zum Beispiel auch nicht in den Mischungen oder kaum in den Mischungen drin, weil es so schwierig zu etablieren ist. Die Zeitpunkte, die Übersaaten, wenn Lücken entstanden sind, das habe ich schon angesprochen, das ist eben typisch im Frühjahr und kann nach jedem Schnitt erfolgen, wann irgendwo einmal Narbenverletzungen auftreten. Nachsortensanierungen, Erneuerungen sind vorzugsweise in der zweiten Augusthälfte bis in die erste Septemberwoche üblich und sinnvoll. Warum? Weil ich dort schon kürzere Tage habe, längere Nächte und das führt zu einer zunehmenden Taubildung und alleine die Taubildung kann schon ausreichend sein, dass das die Wasserversorgung gesichert ist. Wie es 2018 war, wenn es ein rechter trockener September ist, setzt die Taubildung auch recht spät ein, aber die Gefahr von Hitzeperioden ist deutlich geringer und hat auch 2018 gut funktioniert, trotz trockenen Septembers, also in dieser Periode. Und die Vorwinterentwicklung ist noch ausreichend möglich. Und ein weiterer Grund ist natürlich auch, warum man es nicht früher macht, zum Beispiel im Frühjahr, weil einfach da der Altbestand oft sehr konkurrenzstark ist und das Ganze überlagert werden kann und eben die Keimlinge erstickt werden können und im Sommer eben der Altbestand schon deutlich schwächer ist, nicht mehr so ertragreich ist und sozusagen die neu angesäten Mischungen nicht so im Schatten stehen und mehr Platz finden für die Keimung. Folgebewirtschaftung nach Nachsaatensanierung und Grünlanderneuerungen, also unmittelbar danach, ist auch Vorsicht geboten, also keine Düngung mehr in diesem Jahr, wenn ich jetzt, wie vorhin angesprochen, im August, September das Ganze mache, Anfang September das mache, diese Nachsaat oder Sanierung, dann ist keine Düngung mehr zielführend, weil durch die Düngung die Keimlinge, also die Keimlinge haben kaum einen Nährstoffbedarf und was sie an Bedarf haben, ist üblicherweise im Boden vorhanden, vorausgesetzt, ich dünge regelmäßig mit Wirtschaftsdünger. Und danach ist die Düngung im Herbst sollte ohnehin auf das Wenigste reduziert werden, weil kaum, also wenig Pflanzenwachstum stattfindet im Herbst. Besser ist es, das Ganze im Frühjahr zu machen, aber gerade bei Nachsaat und Sanierung ist es eher so, dass ich nur den Altbestand fördere und der wieder die Konkurrenz zur Neuanlage ist, zur Nachsaat oder zur Sanierung. Also keine Düngung mehr in diesem Jahr. Im Folgejahr kann man ab Frühling ganz normal düngen. Da sollte sich das entsprechend etabliert haben. Und da ist darauf keine Rücksicht mehr zu nehmen im Hinblick auf die Düngung. Was eben auch wichtig ist, ein rechtzeitiger Schrubschnitt. Wir haben dann doch oft noch gute Erträge im Herbst. Der kann auch noch ganz dicht werden. Und dass diese neuen Keimlinge nicht ersticken sozusagen unter dem Altbestand, ist eben ein rechtzeitiger Schrubschnitt. Drei bis vier Wochen. Also ist immer fallbezogen, aber so Faustregel so ungefähr 4 Wochen nachher sollte man spätestens nachschauen und den Schrubschnitt vornehmen. Und
auch wichtig, gerade bei Sanierungen und Grünlanderneuerungen, kein Abschleppen im Frühjahr, weil die Keimlinge noch recht empfindlich sind und ausgerissen werden können. Für mich als Betrieb waren sie die Frage der Grünlandverbesserung, Grünlanderneuerung, Grünlandpflege stößt, ist die Frage, wie ist mein Ausgangsbestand, was ist mein Zielbestand, was will ich etablieren, das sind alles Fragen, die ich mir stellen muss, welche Technik steht zur Verfügung und was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren. Das ist so eine Checkliste, also ich sollte unbedingt vorher einen Ausgangsbestand kennen und wo will ich hin, und danach richtet sich auch die Technik und natürlich auch die Verfügbarkeit, und so kann eben die Grünlandverbesserung dann erfolgen. In diesem Sinne wünsche ich ein erfolgreiches Jahr 2021. Möchte abschließend noch sagen, bereiten Sie sich auf die zukünftigen Herausforderungen vor. Die Trockenperioden werden zunehmen. Wir sind mitten in einem Klimawandel. Es ist ganz besonders wichtig, dass man eben einen tollen Grünlandbestand hat. Also Grünlandpflege, Grünlanderneuerung, Grünlandverbesserung wird in der Zukunft noch wichtiger werden, als es ohnehin schon ist. Und kombiniert mit einer entzugsorientierten Nährstoffversorgung hinsichtlich Kalkung, hinsichtlich Stickstoffversorgung, Phosphorversorgung, ist es auch möglich, unter Stressbedingungen noch gute Erträge zu erwirtschaften. Und in diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg im Jahr 2021 und gute Erträge. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Dankeschön. Ja, Johannes, vielen Dank für den sehr interessanten und ausführlichen Vortrag zum Thema Verfahren und Techniken im Grünland und auf was man alles aufpassen muss. Kommen wir gleich zu den Fragen. Ich versuche diese möglichst gut zusammenzufassen. Es sind doch einige gekommen. Falls wir alle Fragen nicht schaffen, könnt ihr diese weiters gerne per Mail nochmal reinsenden. Beginnen wir mit der ersten Frage. Vielleicht die erste Frage richte ich an Michael. Gibt es eine Bio-Nachsubmischung? Beziehungsweise zweite Frage gleich hinzu. Welche Temperaturen hält das Saatgut aus, sprich Frost? Und wie lange ist so ein Saatgut lagerfähig unter trockenen Bedingungen? Bitte, Michael. Also zuerst, Bio-Saatgut ist extrem schwierig, also vor allem Gräser und Leguminosen sind extrem schwierig zu produzieren. Darum ist auch die Nachsaatmischung oder generell die Grünlandmischungen im Biobereich sehr spärlich gesät. Wir, die Sapolins, bieten seit dem heutigen Jahre eine Bio-Nachsaat- oder Grünlandmischung in 100% Biokomponenten an. Leider ist aber keine Wiesenrispe beinhaltet, die in die Mischung hineingehört, da sie de facto sehr wenig am Markt vorhanden ist, beziehungsweise das High-End-Produkt der Grasvermehrung ist. Zur zweiten Frage, Frost ist immer ein brandheißes Thema. Also wenn es möglich ist, die Übersaat bzw. periodische Nachsaat im Frühjahr dann durchzuführen, wenn wirklich kein Frost bzw. kein Bodenfrost mehr zu erwarten ist, vor allem wenn die Keim oder die Samen schon angekeimt sind. Saatgutlagerung unter trockenen Bedingungen, eventuell kühlen Bedingungen, ist ohne weiteres ein Jahr möglich. Mit den Jahren, wenn wir im Bereich 3-4 Jahre kommen, dann sinken die Keimfähigkeiten aber sehr schnell ab und das Saatgut ist eher nicht mehr zu gebrauchen oder eher nur mehr spärlich. Der Aufgang ist eher nur noch spärlich. Also am besten immer mit ausreichend Saatgut eindecken und eventuell bietet Ihnen der jeweilige Partner eine Rücklieferung im Herbst an, im nächsten darauffolgenden Jahr wieder neues zertifiziertes Qualitätssaatgut bei Ihrem Partner bestellen und abholen. Danke, Michael,
für die ausführliche Beantwortung. Kommen wir zur nächsten Frage. Diese stelle ich an Johannes. Generell macht Assignierung im Frühjahr bei zum Teil stark geschwächten Flächen Sinn, ja? Beziehungsweise wann macht man im August unter welchen Bodenbedingungen die Sanierung, also sprich, wie feucht darf der Boden sein oder wie trocken soll er sein, ja? Damit das gut funktioniert. Zur ersten Frage, also im Frühjahr eine Sanierung zu machen, ist grundsätzlich möglich. Zum Beispiel gibt es letztes Jahr haben wir das auch gemacht in Freistadt, haben wir da das sehr erfolgreich gemacht, haben wir einen Versuch angelegt und hat auch super funktioniert, weil wir einfach auch diese Niederschläge dann gehabt haben ab Mai ausgeglichen und es ist zu keiner Trockenheit gekommen, zu einer länger ausgeprägten Trockenheit. Also im Nachhinein ist es leicht zu beantworten, im Vorhinein ist immer das Risiko gegeben, dass noch eine längere Trockenperiode kommt. Dieses Risiko haben wir eben bei diesen Spätsommeranlagen nicht mehr oder deutlich geringer. Daher hat sich das eben in der Vergangenheit so etabliert und auch ist sehr erfolgreich gewesen, wie vorher schon gesagt im Vortrag, auch 2018 unter trockenen Bedingungen, auch in den September hinein, hat das doch auch gut funktioniert. Also wenn es ausreichend regnet, ist natürlich im Frühling das auch möglich, aber im Vorhinein weiß ich das ganz einfach oft nicht. Im unter welchen Bedingungen das Ganze zu erfolgen soll, also unter sehr trockenen Bedingungen, wie wir es auch 2018, 2019 gehabt haben, wenn der Boden wirklich hart ist und das Ausstriegeln, wenn es um die gemeine Rispe, um die Sanierung der gemeinen Rispe geht, dann funktioniert das schwieriger, weil einfach die Rispe mehr abreißt als ausreißt. Also dann ist aggressiveres Bohren nötig. Die Versuche, die 2018 abgelegt worden sind, die sind zum Beispiel nicht nur einmal kreuzweise, die sind dreimal kreuzweise, sprich 6 Überfahrten sind da gemacht worden. Also ist einfach deutlich schwieriger. Es sollte noch gewisse Restfeuchte oder eine geringe Restfeuchte im Boden sein. Also es sollte nicht schmieren, wenn man den Zinken durch den Boden zieht. Aber dass man halt, wenn man die Rispe händisch auszieht, dass man die leicht ausziehen kann, wenn es noch nicht staubtrocken ist. Also gewisse Restfeuchte wäre ideal. Wenn es ganz trocken ist, kann es eben sein, dass eine Überfahrt mehr notwendig ist, dass man zum ähnlichen Ergebnis kommt. Ich hoffe, die Frage ist soweit beantwortet. Danke, Johannes. Gleich zur weiteren Frage. Diese richtet sich wieder an Michael. Wann ist der optimale Zeitpunkt zur Weidenachsaat? Sprich vor dem ersten Auftrieb oder später beim zweiten oder dritten Schnitt? Generell kann man sagen, zur Nachsaat in der Weide, es sollte, wenn möglich, nach dem Weidegang bzw. darauf folgen sollte, etwas längere Phase zur Etablierung der jungen Pflanzen gegeben werden. Diese sind in ihren jungen oder im Jugendstadium sehr empfindlich und wenn die Tiere mit ihrem hohen Gewicht und doch eher geringen Auflagefläche über die Fläche spazieren, ist das Risiko sehr hoch, dass die jungen Pflanzen erdrückt, abgedrückt und so weiter werden und die Nachsaat eher nur semi-erfolgreich war. Also wenn es geht, entweder zeitig im Frühjahr und mit dem ersten Auftrieb oder mit der ersten Beweidung länger zuwarten oder wenn möglich die Tiere früher von der Fläche holen und diese im Spätsommer durchführen. Danke, Michael. Eine weitere oder zwei Fragen richten sich wieder an Johannes. Das eine wäre das, gibt es Sanierungsverfahren für steinige und schuttrige Böden? Und des Weiteren, wie kann auf erosionsgefährdeten steilen Flächen oder auf diesen sanierten Flächen Erosion vorgebeugt werden? Gibt es Möglichkeiten? Bitte, Johannes.
Wenn man von der Sanierung jetzt im Fachjargon spricht, dann meine ich das kreuzweise ausstriegeln, aber ich denke, dass die Frage dahin gerichtet war mit Bodenbearbeitung, sprich Grünlanderneuerung. Weil Sanierung, wenn es unten schottrig ist und oben ich striegle, da mache ich auch keinen Eingriff in den Boden, da ist mir das relativ wurscht, ob da unten ein Schotter drinnen ist oder nicht. Also gehe ich davon aus, bei der Grünland Erneuerung, da ist es so, dass zum Beispiel auf Schotterböden, also richtigen Schotterböden, die Rotorecke gut funktioniert hat. Wenn es aber wirklich größere Steine sind, ist die vermutlich die Kreislecke die vielversprechendste, wenn es auch Richtung Engerling-Bekämpfung geht. Rotorecke, die eben von vorne nach oben arbeitet, wird, wie soll ich sagen, die hebt es mir hinaus, die Gefahr von Beschädigungen an der Maschine sehe ich bei der Rotorecke wesentlicher als bei einer Kreislecke, die es darüber hebt. Wenn das die Frage beantwortet, wobei irgendwann sind natürlich dem ganzen Grenzen gesetzt, wann da die Steine bis nach oben ragen, wenn gar keine Eindringung durch Bodenbearbeitungsgeräte möglich sind, dann wird man eher an die Grenzen stoßen und das Ganze nicht mit Eingriff in den Boden machen können. Da kann ich leider auch keine Lösungen geben, wenn das technisch nicht möglich ist, dann geht es einfach nicht. Und die zweite Frage war, Christian, kannst du mir nochmal kurz helfen? Ja, wie gesagt, Sanierung auf erosionsgefährdeten Flächen. Ah, ja, genau. Wenn es da auch wieder um die Erneuerung geht, um Bodenbearbeitung, sprich zum Beispiel bei der Engerlingbekämpfung, da hat sich eben gezeigt, dass die Kreiselecke, die ja nach oben arbeitet und auch das organische Material an der Oberfläche lässt, im Gegenteil zur Fräse zum Beispiel, die sehr fein arbeitet und feines Material hinterlässt, ist es in Hanglagen besser, also einerseits quer zum Hang zu fahren, wo es möglich ist, und Kreiselecke lässt eben diese Vosen, wie man sagt, umgangssprachlich an der Oberfläche, die eine gewisse Bremsung des herabfallenden Regentropfens haben und auch eine Abschwemmungsgefahr vermindern. Da ist es eben empfehlenswert, diese Variante zu wählen, Kreislecke und Deckfrucht anzusehen, die eben schnell keimt, schnell wieder Durchwurzelung vom Boden gewährleistet, dass das schnell wieder aufwächst, schneller eben als die Grünlandmischung. Gut. Johannes, nochmal gleich die nächste Frage an dich. Wann ist der richtige Zeitpunkt für das Übersäen vor dem ersten Schnitt, beziehungsweise Übersäen mit Gülleausbringung oder mit Wiesenecke in Kombination mit Feinsamenstreuer? Also vor dem ersten Schnitt ist eben, wie in den Folien gezeigt, eben wenn viele Maulwurfshügel da sind und gewisse Auswinterungsschäden vielleicht da sind, wo Lücken entstanden sind, empfiehlt es sich, und wenn die Technik vorhanden ist, natürlich mit feinsamen Streuern das Ganze bei der Wiesenecke mitzunehmen, wo es in einem Ortsschritt geht. Das Thema mit der Gülle Übersaat wird immer wieder gemacht, wobei schon zu beachten ist, wie die Verteilung im Güllefass ist. Es kann zu einem Aufschwimmen der Mischung im Güllefass kommen, gerade wenn man längere Transportstrecken hat. Von einer guten und gleichmäßigen Verteilung kann dann nicht mehr die Rede sein. Es ist natürlich besser, wie nichts zu machen, aber gezielter kann ich das natürlich mit feinsamen Streuer machen oder mit Nachsaatgeräten. Schon klar, dass das eine eigene Überfahrt ist und eigene Arbeitsschritte, aber gerade im Frühling, wenn man Abschleppen ohnehin geplant hat,
dann einen Feinsamenstreuer mitnehmen, ist aus meiner Sicht die bessere Variante, als das Ganze mit der Gülleausbringung zu kombinieren, weil es eben da die Verteilgenauigkeit weniger gegeben ist. Danke, Johannes. Michael, noch eine Frage an dich, beziehungsweise zwei Fragen. Die eine wäre, kann man Luzerne auch auf Weideflächen anlegen? Und die zweite Frage, gibt es eine Sorte, die besonders bei trockenen Bedingungen und periodisch starken Schadenagerbefall sich besonders gut durchsetzt? Bitte. Ich beginne gleich mit der zweiten Frage. Das Wühlmaus- oder Nager-Thema hat uns die letzten Jahre auch sehr stark betroffen, nicht nur auf den Wiesen, auch auf den Äckern. Zu den Wiesen ist zu sagen, desto dichter, desto besser versorgt, desto einfach wirklich eine stabile Grasnarbe der Bestand hat, desto effektiver ist dieser gegen den Angriff von Schadnagern. Natürlich treten immer wieder diese Schäden auf. Dort gibt es diese zu bekämpfen, nachzusehen, den Bestand wieder zu schließen, so schnell als möglich. Hier hervorzuheben ist das englische Reigras oder deutsches Weidelgras, das auf der einen Seite im Frühjahr oder bei der Nachsaat, Übersaat und so weiter schnell anwächst und wirklich sehr schnell zumacht, beziehungsweise das Knallgras, das etwas langsamer zu etablieren ist, aber einen richtigen Buschen, also ein richtiges Knäuel macht, das die Mäuse oder die Lücken abdecken soll, beziehungsweise dadurch die Tiere vercremt. Luzerne in der Weide ist immer wieder ein Thema. Es gibt eine eigene Luzerne, genannt eine Weideluzelle, die das Abgrasen, also das Abgrasen der Tiere, das doch öfter im Jahr vorkommt, bis zu 8 bis 10 Mal aushält. Aber hier auch wieder, wie es Johannes schon gesagt hat, Bodenbearbeitung etwas schwerer zu etablieren im Bestand und uns ist natürlich nicht geholfen, wenn da hier und da ein Pflänzchen in die Höhe schaut. Also wenn, dann wann, dann gescheit, sagt man in der Mundart. Also wenn man das macht, dann wirklich gut machen und nicht schauen, dass hier und da ein Pflänzchen in die Höhe schaut. Danke, Michael. Noch zuletzt eine Frage an Johannes. Welche Saat wäre am besten auf Rekultivierungsflächen mit Staunässe geeignet? Und vielleicht noch eine Frage, die schon zweimal gestellt wurde. Wie soll man die Malwurfshügel einebnen, wenn die Nachsaat nicht abgeschleppt werden darf? Johannes? Ja, ich fange bei der zweiten Frage an und wenn die Nachsaat nicht abgeschleppt werden darf, ich habe gesagt, also ja, es ist mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Wenn Maulwurfshügel da sind, ich sage mal, bei der Nachsaat ist es noch nicht so problematisch wie bei der Erneuerung oder bei der Sanierung, wo ich eben mehr oder weniger komplett neuen Bestand anlege, bei der Sanierung noch einen Teil des Altbestandes natürlich vorhanden ist. Aber wenn es so ausschaut, wie auf den Bildern gezeigt, wo es ackerähnlich ist, dann wird der Zinken, wenn da wenig Knallgroßhorste zum Beispiel in der Wiese sind, dann werden die Ecke, wenn sie aggressiv drüber gestreift wird, wird einen guten Teil der Keimlinge wieder ausreißen. Da ist besondere Vorsicht geboten, da wird man Kompromisse in der Praxis finden müssen. Dann wird man sehr wohl drüber fahren, aber vielleicht nur das Planierschild entsprechend einstellen und sehr exakt einstellen, vielleicht ein bisschen mehr Zeit verwenden in die Einstellung des Geräts, dass das Planierschild zwar angreift, aber von mir aus die Schleppen dahinter kaum oder nur sehr seicht drüber streichen, sprich den Oberlenker einziehen und auch absteigen und kontrollieren. Das wird eine Abwägung sein. Einerseits will ich die Neuanlage schützen und andererseits natürlich die Maulwurfshügel einebnen.
in der Praxis wird es so sein, dass man eben, wie gesagt, das Ganze mit Vorsicht angehen wird, das zwar abschleppen, aber nicht aggressiv arbeiten. Zu aggressiv arbeiten empfiehlt sich ohnehin nicht. Also das ist immer eine Gratwanderung zwischen Nutzen und Schaden anrichten. Also aggressives Arbeiten im Frühling, wenn es überhaupt nötig ist, das Abschleppen auch immer mit Bedacht machen, aber gerade bei der Nachsaat. Und wenn natürlich viele Maulwurfshügel sind, wenn es jetzt nur 6 Hügel am Hektar sind, dann werden wir uns nicht über das Thema unterhalten. Aber wenn es mal mehr wird, dann natürlich eben, wie gesagt, das Ganze mit Vorsicht zu machen, wird die beste Lösung sein. Unter staunasse Bedingungen noch Rekultivierung ist ein Spezialthema. Ich weiß nicht, ob es der Michael besser beantworten könnte, ob es da Spezialmischungen gibt. Was ich jetzt weiß, ist das Wiesenlischgras, die Timote, ist eine Art, die das sehr gut verträgt, diese wechselfeuchten Bedingungen. Aber ob es da jetzt spezielle Mischungen dafür gibt, also es gibt Arten, die das besser damit umgehen können oder nicht, und manche, die weniger gut damit umgehen können, das Timote ist eben eine, die damit umgehen kann. Ein Reinbestand an Timote wird auch nicht die Lösung sein. Ich weiß nicht, ob es da Spezialmischungen gibt. Ich würde die Frage sonst bitte an den Michael weitergeben, ob er da irgendwelche Erfahrungen hat mit dieser Thematik. Ja, das ist ein sehr spezielles Thema, Rekultivierung. Im Generellen kann man sagen, Mischungen ansehen, Deckfrucht verwenden, also Haferdeckfrucht mit einer wirklich sehr breiten Mischung. Wir haben nichts im Angebot. Ich bin mir auch ziemlich sicher, der Mitbewerb hat keine Spezialmischung, die nur für Rekultivierungen geeignet ist im Angebot. Ich arbeite mit einem Partner sehr stark zusammen, der sich seine Rekultivierungsmischung selber zusammenmischen lässt und ich produziere diese. Aber man kann dazu sagen, am besten ist Rekultivierung, Bodenstruktur aufbauen, einen Bestand etablieren, Arten verwenden, die eher auf der nasseren Seite angelehnt sind, beziehungsweise wenn es dann auf trockenen Standorte natürlich eine gute Mischung daraus. Ich kann nur dazu sagen, ein Wiesenfuchsschwanzgras, ein Timote, Wiesenschwingel halten Staunässe gut aus. Ich will jetzt nicht sagen exzellent, aber gut aus. Wenn wir in das Thema Goldhafer, Glatthafer kommen, da wird es schon eher kritisch. Aber es gibt jetzt keine vorgegebene Mischung. Ich denke, am besten ist es einfach eine breite Mischung zu wählen, eine Deckfrucht anzusehen und die Arten, die sie diese Staunässe besser verträgt, werden sich durchsetzen. Jene Arten, die etwas untergehen werden, haben mir zwar am Anfang geholfen, unter Unkraut unter Druck, Unkrautsdruck in Grenzen zu halten, aber werden dann sukzessive einfach weniger. Beziehungsweise, wenn der Bestand etabliert ist, wird sich wahrscheinlich die Staunässe von langsam hoffentlich immer bessern. Gut, danke nochmals für die Antwort. Ich möchte nun diese Fragerunde schließen. Ich hoffe, die gestellten Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden und möchte mich in diesem Sinne gleich bedanken bei unseren Referenten für ihre Vorträge. Ja, mit dem heutigen Webinar schließen wir die Winterserie der Saatbauakademie. Ich hoffe, ihr konntet viel Wissen mitnehmen und wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Wünsche für unsere Webinare habt, bitte kontaktiert uns telefonisch oder per E-Mail. Wir nehmen diese gerne entgegen. Abschließend möchte ich mich bei euch Zusehern bedanken für das Dabeisein und ich freue mich, euch wieder beim nächsten Webinar der Saatbauakademie begrüßen zu dürfen. Ich gebe wieder das Wort an Turner. Danke.
Ja, danke Christian. Nun sind wir am Ende des heutigen Webinars angelangt. Ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich bei den beiden Referenten für diese spannende Präsentation. Zum einen bei dem Herrn Michael Traxel und zum anderen beim Herrn Johannes Hintringer und natürlich auch bei dir, Christian, für diese tolle Moderation. Falls ihr noch Fragen an die Referenten haben solltet, dann könnt ihr auf unserer Webseite die Kontaktdaten finden und diese dann auch gerne anschreiben. Ja, liebe Zuschauer, hiermit verabschiede ich mich auch bei euch. Ich hoffe, ihr konntet so einige wichtige Punkte für euch gewinnen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend. Falls wir dann wieder mal Webinare haben sollten, werdet ihr dann früh genug von uns informiert. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.